So, schönen guten Tag. Mein Name ist Arnold Wiegand. Ich freue mich, dass Sie hier sind zu meinem Vortrag über vegane Rohkost und Ausdauersport. Zunächst zu mir. Ich bin 48 Jahre alt. Zu der veganen Ernährung kam ich in 2003. Da begann ich auch mit dem Marathon. Das, was sich danach ergeben hat, das war nicht geplant, bis hin jetzt zur dreifachen Ironman-Distanz. Ich habe auch eine DVD produziert, da habe ich einen Trailer. Kann man das größer machen? So, das ist ein Trailer, dauert 2 Minuten, wollte ich so als Einstimmung geben. Ich mache auch Eisschwimmen, kann mir jetzt wegen der Helligkeit leider nicht so ganz gut sehen. In meiner Präsentation komme ich dann auch so auf verschiedene Rohkostgerichte, wie zum Beispiel jetzt hier so Rohkost-Cracker, denn ich knabber auch ganz gerne abends mal etwas, aber eben rohes. Und dann nehme ich Rohkost-Cracker oder Cashewkerne und getrocknete Tomaten. Ja, Eisschwimmen mache ich, auch über längere Zeit. Hier sieht man es halt. Das Eis, also es ist richtig kalt. Wenn es hinten nicht ankommt von der Lautstärke, ich habe mich auch in ärztliche Betreuung begeben, um mich mal checken zu lassen. Wie sieht es denn aus? Bin ich nicht nur fit, sondern auch gesund? Und er ist der Meinung, ich bin nicht nur fit, sondern auch gesund. Denn gerade in dem Bereich, wo ich mich bewege sportlich, möchte ich da eben auch alles berücksichtigen. Jetzt wird es die Aufgabe, Fähigkeit mit Kampf umzusetzen. So, bei dem Dreifach Ironman sind erstmal 11 Kilometer zu schwimmen, dann 540 Kilometer Rad zu fahren. Und 126 Kilometer zu laufen. So, das können wir jetzt an der Stelle beenden. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Vortrag. So, bei mir der Ausdauersport ist zum einen natürlich die Schwerpunkte beim Triathlon, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ich mache aber auch Funktionsgymnastik, um Ganzkörpertraining zu machen, aber auch so Randbereiche wie Klettern mal im Urlaub oder Aquajogging, um einen Ausgleich für mich zu haben. Das sind so die Wettkämpfe, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, vom Schwimmen über 5x12 Stunden schwimmen, wo ich bis zu 31 Kilometer geschwommen bin, 2x durch den Zürichsee, laufen 3x 100 Kilometer, einmal 162 Kilometer. Und das, was ich jetzt besonders viel mache, ist eben Triathlon, 5x ein Ironman, 2x die doppelte Distanz und 2x die dreifache Distanz. In 6 Wochen habe ich wieder die dreifache Distanz. Das ist jetzt so, wo ich mich wohlfühle. So, Eisschwimmen hatte ich gerade eben gezeigt. Auf meiner Homepage vegan-sport.de, da ist auch ein entsprechender Link auf YouTube. Da habe ich einige Filme eingestellt. Das ist hier so funktionelles Fitnesstraining, wo ich ja nicht nur einen Ausgleich schaffe für die einzelnen Triathlon-Sportarten, sondern eben meinen Körper so trainiere, dass eben alle Muskelgruppen angesprochen werden. Meine Ernährung seit 1990 vegetarisch, seit 2003 vegan und seit 2006 vegane Rohkost.
So, zunächst mal der Begriff vegane Rohkost ist ja in dem Sinne nicht geschützt. Jeder kann unter vegane Rohkost was anderes verstehen. Es gibt Empfehlungen, kein Salz zu nehmen. Manche sagen dies nicht, manche sagen, die Lebensmittel unbelassen zu lassen, also nicht entsprechend ja, in der Form verändern, das heißt klein schnippeln, also in Mixer klein machen. Ich gehe einen anderen Weg, das, was für mich als passend erscheint, das mache ich, das probiere ich aus, und wenn ich feststelle, ein paar Monate später habe ich eine andere Idee, dann mache ich das. Und um auf das Salz zu kommen, für mich als Sportler ist es ein absolutes Normal, dass ich Salz zu mir nehme. Ich wüsste auch nicht, wie ich das durch andere Lebensmittel irgendwie ausgleichen könnte. Also da weiß ich nicht, wie andere auf diese Idee kommen. Deswegen distanziere ich mich dann von anderen Richtungen, damit ich nicht in einen Topf geworfen werde von ja, Leuten, die eben in der Hinsicht, wie ich es sportlich betreibe, eben nicht aktiv sind. So, einige Lebensmittel sollten roh nicht verzehrt werden, weil eben Inhaltsstoffe drin sind, die dem Körper nicht gut tun. Natürlich hängt es auch von der Menge ab, aber diese sollten nicht roh gegessen werden. Auberginen, Kartoffeln, Bohnen, Sojabohnen, gekeimt ist es wieder was anderes, Rhabarber oder Erdnüsse. So, aus wissenschaftlicher Sicht kann man sagen, wurde es bisher noch nicht erarbeitet, warum bei manchen Rohkosternährung hervorragend wirkt und bei manchen zu einer ja, Schwächung, zu einer Unterversorgung und Abmagerung führt. Und das ist schlicht und einfach ja, eine Frage der, für die Zukunft. Ja, bitte? Ich wollte nur wissen, wie Sie darauf kamen, sich jetzt so zu ernähren, wie Sie von vegan auf vegan Rohkost kamen. Das war der Ausschlag. Das war ein Bauchgefühl. Ich hatte einfach die Idee, okay, jetzt probiere ich mal aus, wie ist es mit veganer Rohkost? Hat davon einiges gelesen, aber noch wirklich kein, ja, weder Vorbild noch irgendwo eine Anregung bekommen. Denn in dem Maße, wie ich Sport mache, da gibt es keinen, schon gar nicht Literatur. Also da wollte ich mir das selbst erarbeiten, habe dann einen Test begonnen, ohne mich jetzt festzulegen, jetzt stelle ich um und das bleibt so, sondern ja, mal gucken, wie es ist. Ich mache Sport, ich mache auch intensiv und jetzt verändere ich mal. Und das, was ich gemerkt habe, ich habe ein höheres Energieniveau bekommen und ich war weiterhin ganz normal leistungsfähig. Und auch das, was von manchen Rohköstlern berichtet wird, dass diese frieren oder abmagern, das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Weder das eine noch das andere. Ich friere schon, wenn ich beim Eisschwimmen bin. Also da wird mir dann schon mal kalt. Zum Gewicht reduzieren, ich habe keine Veränderung bei mir festgestellt. Ich führe es darauf zurück, dass ich mich zum einen von der Qualität als auch von der Quantität her genau richtig ernähre und Sport mache. So, es gibt einige Vorteile über vegane Rohkost, sowohl von Befürwortern als auch von Kritikern. Dazu möchte ich kurz Stellung nehmen. Rohkost ist gesund. Ja, natürlich, Rohkost ist gesund. Aber so wie sich jemand ernährt, ist das denn das Richtige? Und dazu sage ich ganz klar, nur derjenige, der sich wirklich umfangreich mit der Ernährung auseinandersetzt, weiß, wo was drin ist, was ich brauche in meiner speziellen Lebenssituation, und die kann anders sein zum Nachbarn. Wenn ich mich so informiere, dann ist Rohkost auch gesund, aber das betrifft ja die ganz normale Ernährung auch und ist nicht eine spezielle Anforderung, die jetzt an die Rohkost zu stellen wäre. So, abnehmen fällt leicht. Also ich kann sagen, wie gesagt, bei mir ist keine Veränderung vom Gewicht her. Das kann bei anderen tatsächlich der Fall sein, muss es aber nicht. Genauso mit Rohkost wird man. Ich habe schon etliche Sportler kennengelernt, die mit veganer Rohkost auch Sport betreiben. Und da ist es nicht der Fall. Also weder abgenommen, noch dass sie frieren. So, vegane Rohkost ist für jeden gut. Ich traue mir nicht zu, das zu sagen. Das muss jeder selbst herausfinden. Das ist eine ganz individuelle Sache. Ausprobieren, wenn es passt, ist gut. Wenn es nicht passt, vielleicht das eine oder andere variieren.
oder eben herausfinden, was für einen selbst richtig ist. Ansonsten noch Vitamin B12. Manche sagen, man braucht sich nicht drum kümmern. Ich vertrete die Meinung, man muss sich drum kümmern. Gerade beim B12 vertreten manche die Meinung, naja, auf den Wildkräutern, das ist schon in Ordnung, oder bei manchen Algen, das ist auch in Ordnung, oder es wird im menschlichen Darm produziert. Ich vertrete die Meinung, solange das nicht wirklich begründet wird im Sinne von nachvollziehbar, gebe ich die Empfehlung aus, und so handhabe ich das auch selbst, ich nehme ein B12-Präparat zu mir. Sollte sich in der Zukunft das ändern, dass jemand das belegen kann, dann ändere ich das auch gerne. Also ich habe mich da nicht auf Dauer festgelegt. Ja, Vorurteile über vegane Rohkost von Kritikern. Vegane Rohkost ist eine Mangelernährung mit Muskelschwund und Abmagerung verbunden. Okay, gilt für mich zumindest nicht. Und für die Sportler, die ich kenne, auch nicht. Ja, körperlich nicht leistungsfähig, das brauchen wir gar nicht erwähnen. Ich denke, wer einen Dreifach-Ironman hinkriegt, den kann man wohl als leistungsfähig bezeichnen. Mangel an Omega-3-Fettsäuren, sage ich immer, so, oder so habe ich es auch im Buch geschrieben, man hat dann einen Mangel, wenn man keine Leinsaat, kein Leinöl, kein Rapsöl, keine Walnüsse oder Walnussöl nimmt, dann hat man tatsächlich einen Mangel. Aber muss ja nicht sein. Wenn man diese Lebensmittel isst, dann hat man selbstverständlich genug Omega-3-Fettsäuren. Mangel an Eiweiß. Ich decke meinen Eiweißbedarf jetzt mittags in Form vom Salat über gekeimte Linsen. Da ist 27% Eiweiß drin. Das ist hervorragend. Ansonsten Nüsse, Mandeln, die haben 16-18% Eiweiß. Zusätzlich nehme ich noch gekeimten Mohn, gekeimte Sesam. So, und da ist auch sehr viel Eiweiß drin. Also da ist überhaupt kein Problem. Mangel an Vitamin D, im Sommer sowieso nicht, da reicht es aus, in die Sonne zu gehen. Im Winter kann es knapp sein, hängt von dem jeweiligen Verhalten ab, ob man rausgeht, sich in der Sonne bewegt. Und ansonsten als pflanzliche Quelle ist leider nur Pilze bzw. Champignons zur Verfügung. So, Mangel an L-Carnitin, das wird gerne so im Fitnessbereich propagiert. Man muss dieses L-Carnitin nehmen. Das ist so eine Mischung aus Botenstoff und Hormon. Das dient der Fettverbrennung. L-Carnitin wird im Körper von 2 Aminosäuren hergestellt. Also in dem Moment, wo ich eine ausreichende Eiweißversorgung habe, habe ich natürlich auch diese Aminosäuren, die dieses L-Carnitin produzieren. Also auch hier überhaupt keine Einschränkung. So, die Vorteile der veganen Rohkost. Vitamine und Enzyme bleiben erhalten. Ab einer Temperatur von 40, 41 Grad werden immer mehr Vitamine und Enzyme, ja, ich will nicht sagen zerstört, das hört sich so dramatisch an, aber sie stehen im Körper eben nicht zur Verfügung. Je länger es gekocht wird oder was weiß ich, lang gelagert wird, umso weniger ist dann noch übrig. Ja, es hat eine positive Wirkung auf den Säure-Basen-Haushalt, positiven Einfluss auf die Darmflora, viele Antioxidantien. Ein wesentlicher Punkt ist, das Leiden, das Töten von Tieren wird überflüssig und ist in der Form dann auch aktiver Umweltschutz. Da kann jeder für sich entscheiden, was er daraus macht, in welcher Form er es macht. Ob 10% Rohkost oder 100%, das ist dann wieder eine andere Frage. Das nochmal so ganz kurz, wie ich es auch vorhin schon erwähnt habe. Unabhängig von der Ernährungsform ist es ganz wichtig, sich mit Nährstoffen zu beschäftigen. Wo ist was drin, was brauche ich? Und ansonsten ist eine Mangelernährung, da ist es egal, ob jemand Normalköstler, Vegetarier oder Rohköstler ist. So, zu den Nährstoffen und die Nährstoffrelation. Da gibt es auch unterschiedliche Vorstellungen über die Zusammensetzung der Mahlzeit in Bezug auf Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette. Das ist ja so der Schwerpunkt von den Nährstoffen. Also von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wird propagiert, Eiweiß so 16-17%, Kohlenhydrate etwas über die Hälfte und Fett 28-31%.
meine Empfehlung, die basiert auch auf ärztliche Empfehlung, zumindest von Ärzten, die auch intensiv Sport treiben und da entsprechende Studien gemacht haben. Wenn man für eine Belastung trainiert, die jetzt über 6 Stunden ist, also Ironman oder ja, alles, was darüber hinausgeht, dann ist es zu empfehlen, dass der Anteil von den Kalorien bei den Fetten einen Schwerpunkt hat, nämlich von 50-65%. Ich rede aber von pflanzlichen Fetten und ich rede auch nur bei dieser sportlichen Betätigung. Und das führt dazu, dass die Ausdauerleistung erhöht wird. Da sind auch entsprechende Untersuchungen gemacht worden, also, und das deckt sich auch so mit meiner Erfahrung. Bisher war es doch jetzt so, die schwierige Meinung, dass der Sport auch viel wurde gerade in Reihenschaft. Ja, und ich sag ja, das ist ja so die übliche. Wenn Sie da für 30% weniger. Richtig. Richtig. Und gerade bei mir ist es ja so, mein Ziel vom Training ist ja, dass mein Körper sich daran gewöhnt, während der Belastung viel auf die Fettreserven zurückzugreifen, um eben längere Distanzen zu bewältigen. Und diejenigen, die ein Fettstoffwechseltraining nicht gemacht haben, die müssen natürlich permanent Kohlenhydrate zuführen, damit sie das irgendwie auf die Reihe kriegen. Ja, dann gibt es noch Nahrungsergänzungsmittel, ich nenne sie natürliche, in Form von Superfoods. Darin sind so verschiedene, sei es Chiasamen, Kokosnuss, Goji-Beeren, dann Wildkräuter, also das, was vor der Haustür ist, in Form von Brennnessel, Löwenzahn, um mal so die bekanntesten zu nehmen, oder eben Gewürzkräuter. Und ich erlebe immer wieder, von dem, was so da ist, nimmt man viel zu wenig. So, dann gibt es noch isolierte Nahrungsergänzungsmittel. Pflanzliches Eiweiß nehme ich als Präparat zu mir in Wettkämpfen, denn dort habe ich nicht die Möglichkeit, zumindest nicht ohne jetzt meinen Körper unnötig zu belasten, mich mit Eiweiß in entsprechend ausreichender Menge zu versorgen. Also beim Dreifach-Ironman, die schnellste Zeit war 44 Stunden, da gibt es nicht die Möglichkeit, okay, jetzt nehme ich mal jetzt Zeit für einen ordentlichen Salat und nach ein paar Stunden wieder, da muss ich mir auf anderem Wege helfen. Vitamin B12 nehme ich als Präparat und Magnesium ist auch nicht eine spezielle Besonderheit von der veganen Rohkost, das nehmen auch andere Sportler, speziell Schwimmer. Wenn sie es nicht nehmen, ist eben die Neigung oder eben ganz intensiv die Erfahrung von Krämpfen, speziell Wadenkrämpfe, aber auch im Oberschenkel. Also bei Eisschwimmen, langem Schwimmen oder überhaupt langer sportlicher Betätigung, da ist ein Magnesiumzusatz wichtig. Aber jetzt hat es für mich beim Alltag keine Bedeutung. So, meine Wettkampfernährung beim Schwimmen, also ich rede jetzt von Wettkämpfen über eine längere Zeit. Beim Schwimmen nehme ich in Wasser aufgelöstes Kastanienpulver mit Magnesium und Salz zu mir. Beim Radfahren genau dasselbe, aber auch dann eben feste Nahrung in Form von Rohkostbrot, Bananen, Datteln, aber auch Gurke und Tomate, je nachdem, worauf ich dann Lust habe, das variiert dann immer wieder. Beim Laufen gehe ich dann mehr auf, Saftiges über, also Gurke, Tomate oder Obst, also gar nicht so sehr jetzt die Besonderheit von Kohlenhydraten, sondern mehr so was Frisches. Bitte? Ja, da gibt es einen Anbieter, ich glaube naturgarben.de, die verkaufen das. Das ist in Rohkostqualität, kann man auch Müsli draus machen. So, Rohkost zubereiten, das ist hier ein Beispiel, sieht man wahrscheinlich von hinten nicht so gut, gekeimte Linsen. Die nehme ich gern in Salat und das ist so eine wichtige Eiweißquelle. In so ein Keimglas kann man dann auch Getreide, verschiedene Samen, Sesam, Mohn oder, ja, das sind so die wesentlichen Sachen. So, gehe ich weiter zu den einzelnen Rezepten, Smoothies oder eben auch Säfte.
bieten einerseits die Möglichkeit, sich mit den einzelnen Nährstoffen zu versorgen, andererseits vom Geschmack her etwas zu bekommen, was einem richtig gut tut. Ja, gerade im Sommer, so ein frisches Smoothie oder Säfte ist einfach was Geniales. Und das bringt richtig viel Energie. Also hier in dem Beispiel ist Weizengras, Möhren und Apfel. Das ist eine Spinatsuppe. Außer jetzt von der Temperatur her würde man jetzt keinen Unterschied zu einer gekochten Suppe wahrnehmen. Darin habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, Cashewkerne und Salz, Gewürze und eben Spinat drin. So, zu den Gemüsegerichten. Hier in dem Beispiel habe ich Algen. Die versorgen mich mit Jod und schmecken hervorragend. Dazu nehme ich dann Tomaten, kleingeschnippelt, Zwiebel, auch Sprossen, entweder Linsen oder Sojasprossen. Das sind nur so einige Beispiele. Salatsoßen kann man auf Basis von gemahlenen Cashewkernen, gemahlenen Mandeln oder gemahlenes Kastanienpulver machen und dann eben mit Suppengewürz, Kräutern, Öl verfeinern. Also hier in dem Beispiel ist es eine Dillsoße. So, jeder kennt das klassische Sauerkraut, also Milchsäure, vergorenes Gemüse. Ich habe auch verschiedene Experimente gemacht mit anderen Gemüsesorten. Geht hervorragend, zum Beispiel Rotkraut mit Äpfeln eingelegt. Oder hier in dem Beispiel Zwiebel, Brokkoli, Möhren. Rohkostbrote haben für mich auch einen hohen Stellenwert. Dabei wird Getreide gekeimt. Ein Drittel davon, also zwei Drittel gekeimtes Getreide, ein Drittel sind dann gemahlene Mandeln. Dazu kommen dann Leinsaat, Olivenöl, Salz, eventuell auch Kräuter, je nachdem, was da ist. Und das wird zerkleinert und dann in einem Dörrgerät getrocknet. So, und das kann ich dann entweder bei Ausflügen, Urlaub, wo auch immer mitnehmen oder eben zu einer ganz normalen Salatmahlzeit. So, da habe ich auch viel Kohlenhydrate, die ich dann, wenn ich viel Sport mache, eben auch brauche. Ja, auf die Rohkostbrote kann ich entsprechende Dips aufmachen. Hier in dem Beispiel ist mit Bärlauch ein Dip, aber es gibt auch andere Rezepte, die ich in meinem Buch veröffentlicht habe, über Tomaten und überhaupt Kräuter. Ja, süße Gerichte auch. Ich esse auch gern süß. In dem Beispiel sind es jetzt Avocado, die mit Rohkost Kakaopulver vermengt sind, zusätzlich Agavendicksaft. Schmeckt absolut super. Ja, Cracker esse ich gerne abends. Die sind auf Basis von Tomaten, Paprika, Peperoni, Leinsaat und die werden auch im Dörrgerät getrocknet und ja, dann entweder zum Salat oder eben abends von mir gegessen. So, ich habe ein Buch geschrieben und eine DVD produziert. Wer Interesse hat, kann sich das hier direkt nebenan auf meinem Stand anschauen. Und jetzt möchte ich dazu übergehen, eventuell aufgetauchte Fragen zu besprechen. Gibt es da etwas? Ja. Die Erdnüsse darf man auch Honig essen. Ja. Warum nicht? Weil die einen Stoff beinhalten, der erst durch das Erhitzen neutralisiert wird. Und was ist das für ein Stoff? Ich weiß nicht. Was bewirkt? Ist in dem Sinne wie ein Gift. Hülsefrüchte, die Bohne auch. Und das, was man üblicherweise kaufen kann, sind halt geröstete Erdnüsse. Das beim Chinesen abstehen, das ist mehrere Größen. Wenn ich gekauft, habe ich dann verarbeitet. Ich habe geschmeckt wie geröstet. Eigentlich war so ein bisschen heller gewesen. Also ich habe auch schon aus einem Indiengeschäft Erdnüsse gekauft. Die waren auch roh. Aber es hängt halt von der Menge ab, denke ich. Habe ich schon einfach gemacht, aber das war zu viel. Also wie so oft, es hängt von der Menge ab. Und, aber jetzt so, das, was ich jetzt sozusagen offiziell jetzt vermittle, lieber die Finger weg.
Ja, da hinten war eine Frage. Okay, danke. Das Dörrgerät, was für Temperatur ist das? Weil da kommt ja auch warme Luft. Also bei dem Dörrgerät, das ich verwende, kann man das einstellen. Ich stelle es dann auf 40 Grad ein. Damit eben die ganzen Vitamine und Enzyme erhalten bleiben. Ja, das Kastanienpulver ist einmal eine wichtige Kohlenhydratquelle und die ich eben auch im Wettkampf ins Wasser geben kann, damit es da aufgelöst wird. Denn beim Radfahren, wenn ich da ein paar hundert Kilometer fahre, dann will ich nicht mit Messer und Gabel irgendwo was machen, sondern die Trinkflasche nehmen, trinken und mich damit eben versorgen. So, und diese Kastanien haben nicht nur viele Kohlenhydrate, sondern eben auch viele Mineralien, sprich es ist einfach gesund. Ja. Weitere Fragen? So, erstmal noch vielen Dank für diesen informativen Vortrag. Ich finde, das könnte... Nächstes Jahr mit dem Beruf des Essensstand vertreten sein. Ja. Ja, ich hätte dann auch noch eine Frage. Du hast den Fettstoffwechsel angesprochen, der gerade für Ausdauersportler auch einer gewissen Leistungsdauer relevant ist. Wie trainiere ich den denn? Also den kann ich ganz einfach trainieren, wenn der... Ja, am besten ist morgens, aber es kann natürlich auch im Laufe des Tages sein, wenn ich nichts gegessen habe. Sprich, wenn der Blutzucker relativ weit unten ist, beziehungsweise mein Aminosäurespiegel hoch ist. Was passiert dann? Wenn ich einen geringen Blutzuckerspiegel habe, dann sagt der Körper, ja, ich will ja jetzt arbeiten, ich will ja Action machen, also muss ich ja irgendwo herholen. Und in dem Moment wird der Körper gezwungen, aus den vorhandenen Fettreserven etwas rauszunehmen, und zwar eben diese Fettreserve. So, und je öfter ich das mache und umso länger ich das mache, es gibt auch Trainings, da mache ich 3-4 Stunden, sei es Laufen oder Radfahren, wo ich nichts esse, weder davor noch während dem Training. So, und da wird mein Körper natürlich direkt gezwungen, von den Fettreserven die Energie zu holen. Und dadurch ist es mir möglich, in dem Wettkampf eben auch auf diese Fettreserven leichter zurückzugreifen. Und so, dass ich nicht auf die hohe Zufuhr von Kohlenhydrate angewiesen bin. Aber das hängt natürlich auch wieder so von den Vorlieben ab. Wenn jemand einen schwachen Kreislauf hat, dann ist es vielleicht nicht so empfehlenswert, oder sich da langsam hinsteigern. Erstmal eine Viertelstunde, dann vielleicht eine Stunde. Da muss man halt herausfinden, also das wie das funktioniert. Das muss man sicher auch regelmäßig machen. Ist hilfreich, klar. Der Körper quasi diesen neuen Prozess erlernt. Ja. Also alles, wobei das ist ja nichts Neues. Das ist ja etwas, was der Körper kann. Nur wir sind in der Situation, dass wir jederzeit essen können, wenn wir das wollen. Und somit hat der Körper das nicht gebraucht in den letzten, sage ich jetzt mal, Jahren oder Jahrzehnten. Und nur in einer besonderen Situation schaltet der Körper dann um. Und das kann ich ganz gezielt trainieren. Okay, du hast dich auch ärztlich untersuchen lassen, hast du gesagt. Ja. Auf den ersten Blick würde ich sagen, das klingt ungesund. Ne? Aber du hast dir attestieren lassen, dass du keinerlei Mangelsymptome hast und dass du mit allen Nährstoffen versorgt bist. Ja. Und wenn die Ernährung nicht passend wäre, dann würde ich weder die Vorbereitung noch diese Wettkämpfe bestehen. Da hätte ich keine Chance. Das läuft an. Gibt es noch Fragen an Arnold Wieger? Okay. Okay, ja, vielen Dank für Ihre Anwesenheit, Ihre Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, ich bin hier am Stand nebenan. Wenn noch was einfällt, einfach zu mir kommen. Danke.